Heute geht's weiter mit den Folieren und unser Auto bekommt Fensterbänke. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Die Hälfte des Autos bzw. den Ausbau, den haben wir ja schon foliert. Heute soll es weitergehen. Wir wollen auch die graue Innenverkleidung ein bisschen folieren. Dafür haben wir eine Folie, die hat dasselbe Muster, aber einen anderen Farbton. Also sie ist im Grunde auch so grau-weiß gehalten und bleibt damit im Grunde dem Farbkonzept vom Auto treu. Zudem möchte ich heute noch für die hinteren Fensterbänke einbauen. Darunter könnt ihr euch vielleicht jetzt noch nicht so viel vorstellen, aber wie das aussehen soll, das seht ihr jetzt. Das war's jetzt auch schon wieder. War eine ganz schöne Fummelarbeit. Gerade die Seite hier, wo ich die ganzen Kabel und Schalter abnehmen musste. Und auch die Rundungen von den Verkleidungen waren wirklich schwer zu folieren. Ich bin nachher dazu übergegangen, die Folien wirklich in einzelne Streifen zu schneiden. Das geht bei diesen Holzbrettmustern natürlich sehr gut. Und habe diese einzelnen Streifen halt aufgeklebt, weil anders konnte man die Rundungen sonst nicht vernünftig nachformen. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, wie gefällt euch das neue Design? Also ich finde, das macht wirklich was her mittlerweile. Es ist viel freundlicher, viel wohnlicher, auch jetzt mit der Lichterkette und den Fensterbänken. Da schauen wir auch nochmal, vielleicht können wir da ja auch so ein paar Küchenkräuter reinsetzen. Ja, aber was haltet ihr so von dem Design? Interessiert mich sehr. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, das war's denn schon. Ich sage bis zum nächsten Video und denkt dran, Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt.